Wir sind wieder in der Kategorie Eure Fragen, meine Antworten. Und wir legen los. Wie kommst du auf so krasse Songtexte? Das Leben? Was soll man da anderes sagen? Also, das Leben gibt uns im Endeffekt doch die passenden Songtexte schon vor und eben auch so krasse Songtexte. Und ja, mir geht es einfach nur darum, eben durch die Musik aufzuzeigen, was eben Tatsache so passiert. Und gleichzeitig eben auch dadurch wieder anderen so weit ein Stück weit das Gefühl geben, hey, euch ist es passiert, aber ihr seid nicht allein, und so weiter. So, kann man dich buchen? Für was möchtet ihr mich buchen? Das kann man jetzt wieder ein bisschen ja, vieldeutig verstehen. In gewisser Hinsicht ja, zu manchen Sachen ja, für die Pressesachen zum Beispiel oder für PR allgemein. Oder im psychologischen Bereich oder ganzheitlichen Bereich, ist ja nicht nur psychologischen, ihr wisst, ich mache andere Sachen. Ja, man kann auch Songtexte von mir nutzen, man kann auch meine Musik mitnutzen. Also von daher, ja, auf gewisse Weise kann man mich bzw. meine Dienste buchen. So, und das Letzte. Was denkst du über das Wahlergebnis? Oh Gott, darüber sollten wir jetzt hier nicht anfangen, weil sonst sprengt es den Clip definitiv. Manche Entscheidungen waren klar, manches schockt mich sehr. Also es ist ja von jedem Bundesland ja auch anders gewesen, logisch. Deswegen manches schockt mich. Manches war klar. Tja, was soll ich dazu jetzt sagen? Also ich bin nicht zufrieden. Ich habe meinen Beitrag geleistet in der Hinsicht. Mehr konnte ich da nicht tun. Jetzt muss man halt gucken, wie man damit wieder umgeht oder was man jetzt aus der Situation entsprechend macht. Und ihr wisst ja, ich bin ein Mensch, der sagt, man muss aus der Situation, die ist, etwas machen, weil was gewesen ist, ändert sich nicht mehr. Und die Wahlen, wie gesagt, die waren halt so. Das Ergebnis ist jetzt so. Also muss man gucken, was man aus dem Jetzt macht. Genau, das soll es wieder gewesen sein. Ich wünsche euch was. Macht's gut.